Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge Nummer 10, Digga. Die ist zu heftig. Die ist wirklich zu heftig. Ja. Ich habe geweint, ich habe gelacht, dann habe ich wieder geweint und ja, ich bin gespannt, wie es euch ergehen wird. Ja, schön. Schönes Gefühl. Ja, was ist passiert? Also es waren ja Einzellagerfeuer, nicht so schöne Bilder für die eine oder andere Person, aber vor allen Dingen ist eine Sache passiert und zwar hat sich der Stolti verpisst mit einer Verführerin um eine Ecke, wo es keine Kameras gibt. Und das macht man doch wirklich nur, wenn man nichts zu verheimlichen hat. Ihr Süßen, hier steigen wir dann auch wieder rein in diese Situation. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr gern auf RTL Plus. Und wer mich unterstützen will, der letzten Abo da. Leute, mir fehlen wirklich die Worte. Ich will mit euch reinstarten, denn es wird zu krass. Let's go. Du kannst das wundervoll, wirklich. Du kannst das wundervoll, wirklich. Um die Ecke, super. Da hat man doch als Freundin einfach ein gutes Gefühl bei der Sache, oder? Tu es jetzt einfach. Klatsch. Wir haben jetzt aber auch den nächsten Morgen und Giuliano erklärt unserem Jakob nochmal, was war denn da los? Und das ist ja eh das Krasseste, ne? Junge, geht der einfach gestern hier hinten um die Ecke rum, toter Winkel, wo keine Kameras sind? Und dann hörst du die rumschmatzen. Da hörst du die rumschmatzen. Okay, die haben rumgeleckt. Bitte nicht. Bitte nicht. Der ist so dumm, der Junge, bin ich ehrlich. Weil sie zeigen das auch. Nö, das zeigen wir nicht. Also glaube ich nicht. Das sind so Szenen, die interessiert keine Sau. Mhm. Kann er beruhigt sein, der Stolti. Der Puls, ne, der schießt mir so krass durch die Adern, ey. Ja klar, das ist doch Fremdgehen, Digga. Jakob, fehlen die Worte. Habe ich auch noch nicht erlebt. Warum soll man, also man kann das ja auch machen vor der Kamera, warum soll ich denn irgendwo hingehen, wo keine Kameras sind? Hä, wie, man kann das doch machen vor der Kamera? Was ist denn bei dir los, Jakob? Am besten nicht. Jakob, ich vertausche den immer mit Jakob. Meine Güte, ich meine doch, Julian, oh. Warum machst du das so? Das macht man ja nicht ohne Grund. Da hat der gute Henrik sich echt ein Eigentor geschossen. Ne? Ja, jetzt ist nämlich auch mal gut, den immer in Schutz zu nehmen, ganz ehrlich. Zeiten sind vorbei. Temptation Island ist ja die Insel der Verführung. So, und als vergebener Mann stellst du dich zwar der Verführung, aber darfst nicht auf sie eingehen. Das ist ja der Sinn dahinter, dass du deiner Frau das auch beweisen willst. Da bin ich froh, dass der uns das nochmal erklärt hat, weil der hat's anscheinend verstanden. Aber kann das einer noch vielleicht Henrik nochmal erklären? Paulina wird Tränen heulen beim Lagerfeuer, ne? Die wird Tränen heulen. Ey, wird die echt. Aber was soll man sonst heulen, frage ich euch. Wenn er in sein Verderben rennen will, dann soll er das machen. Heute geht's ab. ich bin auch kein Vogel, der den ganzen Tag hinterher rennt. Also ganz ehrlich. Ah, Digga, aber warum macht er das? Ja? Ja, ich habe keine Ahnung. Wenn Paulina die Bilder bekommt, da will ich nicht in ihre Haut stecken, weil mir würden solche Bilder das Herz zerreißen. Bin ich ganz ehrlich, ja. Ja, mir auch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann im Moment irgendwie nicht alleine sein. Ich bin froh, dass Dominik da ist, weil er mir gerade einfach irgendwie Halt gibt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ne? Da ist er jetzt da. Mit offenen Armen ist doch gar kein Problem, Paulina. Komm mal rum zu mir nach Wien. Ich gebe dir ein gutes Leben. Also alles im Rahmen, alles tiefenentspannt und angenehm. Wir beide genießen es einfach. Wir wollen das auch. Ist eine Anziehung zwischen uns. Gefällt mir nicht. Der Körperkontakt zwischen mir und Paulina ist so langsam selbstverständlich. Ja, vielleicht sieht es manchmal so aus, als wären wir schon ein Paar. Aber? Hast du einen Kaffee? Ich habe gerade einen gemacht. Süß, aber dass du fragst. Süß, aber dass du fragst. Ich habe mir schon einen Kaffee gemacht, aber der Wille, der zielt dahinter, nicht die Taten. Nein, nein. Einfach nur fragen, das reicht mir schon. Aber es ist nicht so. Ich bin immer noch mit Henrik zusammen. Aha, ja, dann benimm dich auch mal dementsprechend, ne? Nee. Wir gucken jetzt aber auch mal zu Henrik. Was hat der denn dazu zu sagen, was gestern hier abends passiert ist? Ich habe hundertprozentig eine Erklärung für alles, weil ich habe so gesehen, mir nichts vorzuwerfen hier. Aha, der hat sich nichts vorzuwerfen. Warum sitzt er dann da und heult? Weiß kein Mensch. Ich habe getanzt, gelacht, macht Spaß gehabt. Meine Güte, jetzt zeigen die das wieder an meinen Kurzzusammenfassungen. Nee. Manchmal sieht das vielleicht ein bisschen indisch aus. Da ein bisschen rumgetorkelt in der Ecke. Aber da war wirklich, das Trash bei Gott, aber absolut gar nichts. Ich hab's. Es ist ein Frage, what is question? Honey,
ganz ehrlich. Also wir haben uns angefasst, berührt, waren uns sehr nah. Aber zum Kuss ist es nicht gekommen. Naja gut, aber wenn er da seine Lurche antatscht und er vielleicht auch bei dir, dann ist es vielleicht auch schlimmer als ein Kuss. Meine Meinung. Wir können ja nichts machen. Nee? Nee, es geht nicht. Schwierig. Sieht so ein Mann aus, der wirklich absolut nichts gemacht hat, frage ich euch. Absolut. Ja, das sah schon krass aus, mein Leid. Boah, fuck. Boah, das wird Paulina so ficken. Das wird die so ficken. Da kannst du dir jetzt doch auch mal die Frage stellen, hat die das verdient? Hast die Freundin, die Frau deines Lebens verdient, so immer wieder behandelt zu werden? Also scheißegal, was, ob er das will oder nicht, ob es für ihn was bedeutet oder nicht. Dass sie das verletzt, das ist ja, das passiert ja. So. Wenn ich sie jetzt sehen könnte, dann würde ich direkt sagen, dass ich sie über alles liebe. Mich in so vielen Hinsichten auch verbessern will. Aber wann fängst du denn damit an? Das hast du letzte Folge schon gesagt, dass sie die Knie geschlottert haben, ja? Und jetzt sagt er das schon wieder. Also ich kann mir vorstellen, warum Paulina dem kein Wort glaubt. Der sagt ja immer wieder dieselbe Scheiße und zack, bumm, gibst dem Sekt in die Hand, alles wieder vergessen. Ein viel, viel mehr mir Mühe geben möchte und mir einfach zeigen will, dass sie einfach für mich die Einzige ist, die ich heiraten will und die meine Frau sein soll. Das hätte er ihr doch jetzt bei Temptation Island zeigen sollen. Dafür seid ihr doch da. Also das sagt ihr zumindest die ganze Zeit. Zug ist abgefahren. Oder verstehe ich das falsch? Ich vermisse sie so krass, ne? Aber der Stolti, der macht jetzt hier mal eine Ansage, ja? Ist schon wieder irgendwas? Ja, ich will nur kurz was sagen. Ich glaube, dass der Henrik denkt, dass hier irgendwie getuschelt wird oder gelästert wird. Wenn irgendwie mit einer Verführerin hinter der Ecke verschwindet, dann ist ja klar, dass da keiner die Schnauze hält, sondern es ist klar und es wird sich gefragt, was ist da passiert. So ist das. Und jetzt erzähl doch mal, was ist passiert? Er hat ja eigentlich schon gesagt, er war absolut gar nichts, aber... Danach hat er auch fast seinen Flipflop durchgebrochen. Segen. Leute, wo fange ich an? Ich will mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr mich hier durch diese schwere Zeit durchtragt. Mir geht's echt nicht gut so. Ich glaube, es haben einige von euch gemerkt. Man merkt, der Politiker ist im Blut. Dass für mich das auch eine sehr emotionale Reise ist, wo ich selber sehr viel reflektiert habe, sehr viel gelitten habe. Mit mir geht's gerade einfach so ein bisschen durch, auch weil ich ja, wie ihr alle mitbekommen habt, so eine kleine Szene mit Anastasia hatte, wo wir ganz kurz da hinten verschwunden sind. So. Kleine Szene. Die war wirklich klitzeklein, nicht der Rede wert eigentlich. Worauf viel jetzt drüber, wahrscheinlich unter euch viel drüber gesprochen wird, so was da vorgefallen ist und so. Da würde ich natürlich auch bitten, dass ihr immer, falls so dieses stille Postspiel immer stattfindet, einfach vielleicht auch mal zu mir kommt. Da muss ich jetzt mal ganz kurz fragen, wie geht das? Das sind Männer und da passiert stille Post und Lästereien eventuell auch noch? Das kann ja nicht sein. Also, dass das einer von den Männern da macht, das kann nicht sein. Das kann, wenn, dann nur die Verführerin sein. Und mich fragt so, was da wirklich auch abgegangen ist, wie ich das empfunden habe oder was da war. Und ja, ich gebe zu, an diesem einen Tag kam es scheiße rüber, vielleicht, für viele von euch so. Für alle, eventuell. Ich kann euch schon sagen, dass absolut nichts passiert ist. This would be... Super, super. Da wird vielleicht sogar auch noch geklatscht. Der Stolti hat es klargestellt. Toller Typ, da können wir auch weiter hinter dir stehen. Weiter geht's. Es war mir einfach wichtig, da nochmal meine Gedanken zu teilen mit allen. Nein, die arme Anastasia. Also, dass da mal überhaupt nichts war, stimmt nicht. Ihr habt euch angetatscht. Ja, ihr habt euch nicht geküsst, aber das war. Und das ist auch was. Oder fändest du es jetzt nicht schlimm, wenn Paulina mit einem anderen um die Ecke geht? Wahrscheinlich kein Problem für den Stolti, alles klar. Den das so mal auf den Weg mitzugehen und ganz besonders auch anzusprechen, dass mit Anastasia, wo viele ja gerade munkeln, es einfach wirklich überhaupt nichts war. So. Für uns alle ist es nicht leicht so. Aber ich glaube, wir haben trotzdem irgendwo alle... Es ist geschafft, dass wir gut miteinander klarkommen, auf einer guten Ebene, dass wir auf einer guten Basis einfach dieses Menschliche überwiegt so. Das Menschliche überwiegt bei dir nur, wenn du nüchtern bist. Sonst bist du einfach, ich weiß nicht, was das ist, aber menschlich ist das absolut nicht. Und ganz besonders auch an Anastasia, Sandra und die Jungs natürlich, wollte ich euch mal wirklich auch nochmal Danke sagen. So. Anastasia, der Dank geht wirklich nochmal an dich raus. Also es war wirklich super gestern. Ne? Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht zu dir stehen, weil Paulina ist mir eindeutig wichtiger und mein Ruf im deutschen Fernsehen auch. Deswegen habe ich jetzt auch alle mal zusammengesammelt, ne? Damit die Kameras das auch nochmal aufnehmen. Da war wirklich absolut nichts. Ich habe mir echt geholfen, diese schwere Zeit zu durchstehen. Es hat schon gut getan, in der Gruppe nochmal meine Gedanken zu teilen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen befreiter, definitiv. Guck
guck mal sein Gesicht, ich kann das absolut nicht abnehmen. Obwohl, nein, vielleicht ja auch irgendwie, ne, der weiß ja, okay, Paulina wird die Bilder trotzdem noch sehen. Vielleicht denkt er aber auch, ah, vielleicht schneiden sie es so zusammen mit der Aufklärung hinterher. Dumm ist er ja nicht. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Wir gucken in die Villa zu den Mädels. Ist da Party angesagt oder was? Wir waren die Ersten zumindest, die im Pool gelandet sind. Aber wir sind ja schlau. Und wir haben die Männer mit uns mitgerissen. Und dann waren irgendwann alle da. Die haben eine gute Zeit und das gefällt mir. Ich muss sagen, Sandra blüht so auf, seitdem die hier ist, ohne Giuliano. Ja, aber die kennt sie doch gar nicht ohne... Also, kennt sie die vor? Weil, Moment mal, hat nicht Paulina Sandra in Social Media so öffentlich gemobbt? Weil Sandra die Ex von Henrik Stoltenberg war? War da nicht was? Sie wirkt viel offener, lustiger, hat viel mehr Spaß. Und ich finde es schön zu sehen. Ja, ich finde es auch schön zu sehen. Gefällt mir. Wenn die Jungs so zu nahe kommen, dann küssen wir lieber uns Mädels. Ich wünsche, das wenn die Jungs in der Villa auch machen, ne? Das wünsche ich mir. Ich finde, wir haben in der Gruppe richtig viel Spaß. Also wir fühlen uns, glaube ich, alle ziemlich wohl. Eieiei. Eieiei, sage ich da. Ich fühle mich manchmal, wie als wäre ich wirklich auf einer Klassenfahrt. So ist die Stimmung manchmal. Nur, dass ich halt dann so wahrscheinlich so meinen kleinen Schwarm da habe, den ich halt gerne anschaue und so. Oder dann Diogo in dem Fall. Ja, und habe einfach nur Spaß. Das ist schön. Also, habt ruhig Spaß. Bei Emmy und Udo ist doch eh alles nur Fake. Von daher soll die doch ihr Leben leben. Diogo bei mir mal an Emmys Popo, an Emmys Bubis, an Emmys Rücken. Ich dachte, die zählt jetzt noch an Emmys auf. Heute nicht, morgen auch nicht. Und ja, die machen so ihr Ding da. Aber nicht nur Emmy macht ihr Ding. Was geht bei Paulina? Paulina ist mit Dominik immer noch eng zusammen. Bei denen habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein Paar. Ja, die passen schon gut zusammen. Ah, geht. Nach der langen Zeit gefangen in einem Haus ohne Kontakt zur Außenwelt, spielen die Hormone auf jeden Fall verrückt. Ich habe interessante Beobachtungen gemacht. Ganz ehrlich, keiner schlimmer als du mit dem Wiener. Seit Tagen. Was für interessante Beobachtungen kannst du denn bitte gemacht haben? Diogo und Emmy, das ist auf jeden Fall ganz schön wild. Ja, die Hormone kochen auf jeden Fall über, würde ich schon sagen. Wie sehr? Oh, bei Emmy? Doch, ein bisschen zu sehr eventuell. Ich suche jetzt auch ein bisschen Ablenkung, nachdem ich erfahren habe, ich bin ja gar nicht die Frau fürs Leben für Udo. Ja, finde ich absolut in Ordnung. Also suche ich halt dann den Halt woanders. In der Dusche war es in der Emmy ziemlich heiß. Oh oh. Aber ein Gentleman schweigt und genießt und deswegen gibt es dazu noch nicht mehr Infos. Hey, sag doch mal, sonst bist du auch nicht so ein Gentleman, hast du erzählt mit Jakob und Kate und alles. Aber das erzählst du jetzt nicht, oder was? Ja, genau. Genau. Ich denke mir schon, was wird Udo davon denken, wenn er das sieht? Was sieht Emmy? Ich habe gerade ein bisschen Angst, aber könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich euch das Duschen, das musste ich euch rausschneiden, weil ihr habt zwar nichts gesehen, aber gehört hat man schon ein bisschen was. Dass das so läuft hier. Ihr stellt auf jeden Fall richtigen Fragen, ne? Ja. Nick einfach. Es hat sich einfach richtig, es hat sich einfach gut angefühlt. Emmy, was hat sich richtig und gut angefühlt? Und ich habe einfach gar nicht daran gedacht, dass das, was ich gerade mache, vielleicht unfassbar falsch ist. Okay, Diogo hat sich jetzt auch gerade dazu gesetzt, aber wenn die sagt, die bereut's, ich glaube, da wurde eingelocht. Bereust du's? Oh. Ja? Und ich damit Dinge kaputt mache, die ich vielleicht gar nicht kaputt machen will. Fuck Emmy. Fuck Emmy. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Nach all dem, was einfach hier passiert. Mann, hör auf zu weinen. Ich glaube, das, was ich getan habe, ist einfach jetzt nicht zu verzeihen. Kacke. Die hat's echt mit dem Wild in der Dusche getrieben, mit dem Diogo. Einfach komplett alles kaputt. Fuck. Aber wenigstens ist sie sich bewusst darüber und nicht mit der Stoltenberg. Oh, die Paulina ist die Frau meines Lebens. Und ich liebe die über alles und ich hoffe, das macht unsere Beziehung nicht kaputt. Die ist wenigstens realistisch unterwegs. Das war's mit dem Udo. Heute Abend machen wir gar nichts mehr. Gleiche Schlafenszeit. Wir spielen uns selber den Sandmann hier. Ich kann ihm gar nicht mehr in die Augen gucken, ey.
früher war ich echt ein bisschen lost. So. Ich war, hatte ein bisschen falschen Freundeskreis, wusste nicht so genau, was wichtig im Leben ist, habe die falschen Prioritäten gesetzt. Also das hat er aber echt gelernt, ne? Richtige Prioritäten setzen. Doch, doch. Ja, bin ich stolz. Stolz auf den Stolz. Und seitdem ich Pauline halt hab, hatte, ging es halt von so, vom freien Fall, einfach bergauf. Ich bin ein besserer Mensch geworden. Ich habe die grundsätzlichen Dinge im Leben verstanden, die wichtig sind. Ist auch, also wenn ein Mensch dich positiv verändert, dann ist er immer richtig in deinem Leben, auf jeden Fall. Safe. Auf jeden Fall, aber wenn du dieser Mensch bist, der den anderen positiv verändert, dann ist halt auch die Frage, ist der andere auch richtig in deinem Leben? Also man ist auch nicht die Wohlfahrt, ne? Denke ich mir da immer. Also alles bis zu einem gewissen Maß. Und der denkt auch, damit kann man alles entschuldigen, ne? Kann man aber nicht, ganz ehrlich. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen und das bedeutet nicht, dass du dich da immer benehmen kannst wie die offene Hose. Und ich denke mir auch, will der uns eigentlich verarschen? Jetzt sitzt er da, redet mit dem Mädels. Sie denken alle noch, hallo, wir haben noch mit Anastasia schon längst geredet. Wir wissen, was da abging mit euch. Also gefummelt habt ihr definitiv. Außerdem hat sie dir einen Striptease gegeben. Und außerdem, ja, ich habe es nochmal nachgesehen, er hatte eine Banane in der Hose. Und sie hat darauf rumgerieben. Es geht einfach alles zu weit, aber er checkt es immer noch nicht. Ich bin jetzt einfach sesshaft geworden sozusagen. Jetzt. Also nicht gestern Abend war ich es noch nicht, aber jetzt, heute Morgen, hier und jetzt bin ich sesshaft geworden. Ich habe die Frau gefunden, mit der ich mir vorstellen kann, Kinder zu kriegen. Einfach so ein schönes Leben zu verbringen. Wir tun uns auch echt sehr, sehr gut. Ne? Wer? Anastasia oder Paulina? Weil die hat es ja schon vorher. Hat aber anscheinend nicht gereicht, weil sonst wärst du ja nicht mit Anastasia wieder wild und wilder abgegangen. Oder? Ich bin froh, dass ich Single bin, wenn ich das hier alles so sehe. Ich schwör's dir. Diesen Liebeskummer, ich würde den gar nicht mehr überleben. Du sagst es, ey, das ist so ein schmerzhafter Kopfhick alles, ne? Naja, die wissen halt einfach ganz genau, was der hören will. Das nervt mich. Also können sie nicht einfach mal ein bisschen so sagen auf Hendrik? Du hast verkackt. Das war's hier mit dir und Paulina. Ich habe einfach so Angst, dass das was kaputt macht in der Beziehung. Das macht nichts kaputt, also nicht so ein Verhalten. Das ist wirklich absolute Treue und Vertrauen und alles, was man halt braucht in der Beziehung, das hat der bewiesen. Was soll da kaputt gehen? Weil, ja, man einfach Bilder sieht, die vielleicht krass sind, obwohl sie vielleicht gar nicht krass sind. Das kannst du doch nicht beurteilen. Das beurteilt doch jeder für sich selbst. Wenn es für Paulina krass ist, dass eine andere Frau mit kurzem Rock, also eigentlich mit blanko Arsch, auf deiner Hose rumreitet, ja, und in Kontakt mit deiner Banane kommt. Immer wieder und wieder und wieder. Da kann man das schlimm finden, wenn man das selbst so empfindet. Oder überhaupt nichts zu bedeuten haben, so ein... Es macht mich fertig, wirklich. Ich glaub dem das doch auch. Aber Mitleid habe ich nicht, weil... Nee, einfach nee. Eine Sache muss ich euch noch sagen. Ach komm, jetzt bin ich hier wieder mit Instagram und so. Ihr habt, also eine Person von euch hat mir Giulianos Story geschickt, Instagram-Story, ja? Und da hat der erzählt, dass der Hendrik viel krassere Sachen gemacht hat wohl in der Villa. Das wurde alles gar nicht gezeigt und deswegen, es gab ja so eine Szene, wo Jakob meinte, sollen wir eingreifen und Giuliano meinte, nee, lass einfach, der soll machen, was er will. Weil Giulianos O-Ton, er hat das ja schon 10-mal vorher gemacht, dieses Eingreifen und irgendwann hat es ihm halt auch gereicht. Also da waren wohl noch viel krassere Situationen mit Hendrik, die passiert sind. Ob das stimmt, werden wir nie erfahren, aber ich fand es geil, dass Giuliano Hendrik nochmal so im Nachhinein in die Pfanne gehauen hat. Das nenne ich Brüderschaft. Das war für mich einfach ein Test für die Zeit, so ein bisschen, keine Ahnung, was zu reflektieren, mal rauszukommen, ein bisschen auch Party mit euch zu machen und so, aber ich weiß jetzt wirklich genau, was ich will, so. Mhm. Ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben, so. Und das ist einfach, ja, ich will einfach nicht mehr ohne sie sein, so. Ach du heiliger Bimbam, wir gucken nämlich jetzt mal zu Paulina und dem Wiener. Da geht mir jetzt schon die Pumpe. Ich habe in den letzten Tagen so sehr gekämpft. Ich war die ganze Zeit so in einem Kampf mit mir selbst. Was ich wirklich auch absolut nicht nachvollziehen kann, weil was hat der? Was findest du an dem? Dann war da Dominik, den ich mag. Aber warum? Was ich mir aber verboten habe, weil ich gesagt habe, nein, du bist hier als Paar, du liebst Hendrik. Ich mag Dominik einfach wirklich. Ich mag ihn so gerne. Ich kann ja auch nichts dagegen machen. Ich komme mit dieser Situation gerade überhaupt gar nicht klar. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Seht ihr diesen,
diese Gänsehaut. Ich kann nicht, Leute. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, ob ich auch weinen soll oder schreien. Was passiert hier? Es war echt wie ein magischer Moment. Fühlt sich wie ein Film an. Ich hoffe, wir sind alle fein. Runterschlucken und gut ist. Alter, macht's noch unangenehmer. Was soll das? Wir haben uns alle so kräftig gefreut. Ich glaube, wir haben alle übelst gejubelt. Es war einfach richtig geil. Ganz romantisch, mit Sternenhimmel. Es sah aus wie im Film. Paulina und Dominik haben sich endlich geküsst. Was? Endlich geküsst? Was passiert? Also, verstehe ich das hier irgendwie falsch? Guck mal, die machen noch immer weiter und los, krass. Ein Kuss? Den nehmt ihr richtig so ran. Mir fällt gerade ein Stein vom Herzen, dass ich vielleicht das erste Mal so richtig auf mein Herz gehört habe und nicht nur auf das, was mein Kopf mir die ganze Zeit sagt. Ihr fällt gerade ein Stein vom Herzen. Die bräuchte das nicht mal. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich finde den Kuss auch irgendwie super strange. Ich habe so richtig Köln 187 Vibes, aber wirklich krasse. Das sieht nicht mal aus, als wäre das irgendwie leidenschaftlich. Der grinst sich die ganze Zeit einen ab und guckt da zu den Jungs rüber und sie macht einfach weiter. Hallo, was soll das? Ich glaube, die will Hendrik da wirklich einfach nur mal ein paar Bilder bieten. Aber das, meine lieben Freunde, das geht eindeutig zu weit. Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ach, wie jetzt guten Morgen, Kate? Hallo? Wie guten Morgen? Was war in der Nacht? Haben Sie noch wild es getrieben oder? Naja, komm, erstmal guten Morgen, Kate. Ich bin heute fit wie ein Turnschuh. Das ist schön. Von Kate sieht man ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach. Mir geht's gut. Ich habe einen leichten Kater von gestern. Oh shit. Schlechtes Gewissen? Eventuell? Alter, wie viel gestern passiert ist? Ich komme nicht darauf klar. Echt nicht. Aufregst du? Hallo. Guten Morgen. Grüß dich. Hallo. Oh. Jetzt sind wir wieder in der Männervilla, ne? Da ist die Stimmung ja eher... geht. Ja. Gedanken über Gedanken. Bin ich ja mal gespannt, ne? Sieht er seinen Fehler ein? Sieht er es ein? Oder ist es alles wirklich halb so wild gewesen? Ja, mir geht's echt nicht gut. Also, ich habe eine höllische Angst vor dem nächsten Lagerfeuer. Ich habe einfach so Angst, dass irgendwie das was kaputt macht in der Beziehung, weil, ja, man einfach Bilder sieht, die vielleicht krass sind, obwohl sie vielleicht gar nicht krass sind. Wie kann man sowas sagen? Man sieht Bilder, die krass sind, die vielleicht aber gar nicht krass sind. Hört er sich selbst zu? Ich glaube nicht. Der manipuliert einfach nur, ne? Sich selbst auch. Damit sollte er wirklich mal aufhören. Weil das wird dich in keiner Beziehung weiterbringen. Vor allen Dingen auch nicht in der Beziehung zu dir selbst. Oder überhaupt nichts zu bedeuten haben. So ein einfach nur ein großes Kopfkino, ja? Was werde ich da zu sehen bekommen? Werde ich sehen, wie sie weint? Werde ich sehen, wie sie weint, ey. Ich freue mich, wenn der das Lagerfeuer kriegt und Paulina macht da mit dem Wiener rum. Ey, das ist gemein, Mann. Das war jetzt echt gemein. Entschuldigung, Hendrik. Aber weil der halt so eine dumme Scheiße labert. Ich meine, Paulina ist auch nicht besser. Die tut ja auch so, als würde die nichts machen, ne? Dabei bearbeitet ihr den Wiener schon seit Tag 1, gefühlt. Irgendwie passen sie ja gut zusammen, tatsächlich, wenn man es mal so betrachtet. Hat sie vielleicht sogar Körperkontakt zu einem anderen? Einfach ganz, ganz unwohles Gefühl, ganz, ganz großes Kopfkino. Ja, komm. Aber ein bisschen soll er sich jetzt schon mal schämen. Und ja, ich vermisse Paulina einfach übertrieben krass. Wie geht's Emmy? The walk of shame. Ja, the walk of shame, total. Scheiße. Verbotene Sachen sind gestern passiert. Ja, unnormal. Wie verboten? Komplett verboten. Ach, die weiß noch nichts. Und wo ist eigentlich Kate? So verboten, dass du schon weißt, wie verboten. Das krank Verbotene, das Verbotene oder das Verbotene? Das richtig Verbotene, oder? Das Verbotene, was verboten bleiben sollte. Oh Gott! Also das krass Verbotene. Oh mein Gott! Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Nix sage ich dazu. Also wenn wir heute Lagerfeuer kriegen, ne? Ich glaube, Udo und Hendrik fallen aus allen Wolken. Paulina freut sich da richtig drüber, ne? Gott, wie Hendrik auf die Bilder reagieren wird. Wird ihm auch das Herz brechen, natürlich. Ja. Habt ihr gehört? Es wird ihm auch das Herz brechen, natürlich.
Ich glaube, das war echt alles ein Racheakt, ne? Weil dieser Kuss, der war, also das sah so komisch aus in meinen Augen. Nicht jetzt irgendwie leidenschaftlich, sondern schauspielerische Glanzleistung von den beiden. So kam mir das rüber, aber ich habe das selber keine Ahnung. Das ist schon mies, ne? Das ist schon mies, dass die das sagt. Das ist halt eine schlechte Charaktereigenschaft, finde ich einfach. Ja! Ich bin mir sicher, es muss ein Lagerfeuer sein oder wir kriegen Bilder. Ja, ein paar Bilder wären schon ganz geil jetzt, finde ich. Meine lieben Frauen, heute Abend steht das letzte Lagerfeuer vor den Temptation Dates an. Ah, okay, krass. Also ab dann ziehen die alle aus oder was? Nur noch die Verführer mit den einzelnen Mädels? Das bedeutet, wir sind hier langsam am Ende angekommen, ne? Bei euch ist natürlich einiges passiert, aber auch bei euren Partnern in der Männervilla. Was? Das zeige ich euch heute Abend beim Lagerfeuer. Jo, was sagt er? Ey, ich habe keinen Bock, zu diesem Kacklagerfeuer wieder zu gehen. Ich auch nicht. Ich werde so eine Fresse ziehen. Soll ich mir dann da rein? Boah, mein. Meinst du, der bricht ab? Ich glaube, der säuft sich zu und bumst dann da ein. Bums zwei. Bums zwei. Humor haben sie noch. Und ganz realistisch sind sie auch, ne? Was denkt ihr, wie Henrik reagiert? Also, ausflippen wird er auf jeden Fall. Der hat ja schon gesagt, er wird den Monitor eintreten. Bin ich mal gespannt, ob er das wirklich durchzieht. Und ja, wie wird er reagieren? Mit Rache? Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird dann wirklich alles tun, sie irgendwie doch noch zurückzugewinnen. Das denke ich. Was denkt ihr? Könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob es mir noch so sehr wehtun würde wie nach dem ersten Lagerfeuer, aber natürlich würde mich das noch verletzen, das ist ja klar. Deswegen, ich möchte einfach, dass wir das schnell über die Bühne bringen, dass einfach niemand von uns jetzt mehr großartig noch weiter verletzt werden muss. Ich frage mich, auf was wartet die, ne? Dass die jetzt irgendwie Bilder kriegt von Henrik, ja, Paulina ist meine Traumfrau, bla bla bla, und dann lässt die das sofort sein mit dem Wiener, oder was? Also, check ich nicht. Ich bin echt erleichtert, dass wir das Lagerfeuer haben, Schwester. Ich bin so froh. Ja, aber warte mal ab, was du bekommst, Kate. Macht der jetzt nicht so einen Stress, ja? Ja. Also? Schlimmer als beim letzten Mal kann es ja nicht mehr sein. Schlimmer geht immer. Natürlich habe ich panische Angst, dass da wieder irgendwas kommt, was mich komplett vom Stuhl haut. So, aber jetzt gerade bin ich einfach nur froh, wenn ich ihn überhaupt sehe. Weil ich sehe ja gar nichts von ihm. Oh, na gucken wir mal später. Temptation. Junge, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Temptation, boah. So, ich hab's schon irgendwie schon geahnt gehabt, aber wirklich jedes Mal, wenn der Sound kommt, dann geht die Laune in den Keller. Ich verstehe das nicht. Warum hat der denn eigentlich bis jetzt noch nicht abgebrochen so? Mal ganz im Ernst. Ich glaube, ich hätte abgebrochen, bevor Paulina die Bilder bekommt mit dem toten Winkel, ne? Da hätte ich gesagt, nee, Leute. Da breche ich ab, das erkläre ich meiner Freundin lieber unter vier Augen. Das ist mir lieber. Meine lieben Männer, ich hoffe, es geht euch gut. Heute Abend steht endlich wieder ein Lagerfeuer für euch an. Und ich sag mal so, es ist einiges passiert. Ja, und es stimmt, ne? Es stimmt einfach. Man hat ja sowieso schon 1000 Gedanken, die durch den Kopf flitzen. Was könnte passiert sein? Wie geht's meiner Freundin? Was macht sie? Aber er macht sich wirklich keine Gedanken, ne? Was sagt die zu den Bildern von mir? Das zählt ja nicht einmal auf, ne? Weil da weiß der, von seiner Seite bedeutet das ja nichts, ne? Was sie fühlt, ihre Gefühle. Kein Raum, nix. Also nicht mal so ein bisschen, nö. Und wenn du dann wieder hörst, dass sich Ereignisse überschlagen haben, ey, da dreht sich einfach der Magen dreimal um. Ich denke, bei dem einen oder anderen ist die Anspannung heute nochmal ganz, ganz krank zu merken, ja. Das ist ja noch sehr richtig Kopfkino, Alter. Ich hab richtig kopfig. Ich bin gespannt, was der jetzt Jakob erzählt, ne? Ganz ehrlich, ob er jetzt endlich mal die Wahrheit sagt und sagt, ja, ich bin ein Arschloch. Also, weil das ist doch arschiges Verhalten, oder? Ich finde, Henrik ist bestimmt ein korrekter Typ. Aber wie der mit Frauen umgeht, oder sagen wir mal, wie der mit seiner Freundin umgeht, oder ja, generell mit Frauen, gib mir mal einen Lapdance und so, ne? Also, ich glaube echt, der ist korrekt, aber untauglich. Also noch für eine Beziehung. Gib dem noch 10 Jahre und dann gucken wir mal. Guck mal, weißt du, ich habe jetzt ja erst gecheckt. Ich habe einen Fehler hier gemacht, ne? Einen Fehler hat er gemacht? Da bin ich jetzt gespannt. Wie ein Flitzebogen, was denn? Welche? Und zwar, als ich mit Anastasia ganz kurz da hinten war, ne? Der Lapdance, der war ein bisschen zu krass, ne? Ja. Plus, der war fernab der Gruppe. Das waren aber schon 2 Fehler. Kann er zählen? Der ist doch BWLer. So sieht er zumindest aus. Und das war ein richtiger Fehler, Alter. Das wird Paulina richtig verletzen, obwohl es nichts war. So. Da
Da schon wieder. Das wird sie so verletzen, obwohl das nichts war. Das steht nicht im Zusammenhang. Also wenn ich mir überlege, dass ich oder meine Partnerin so etwas tun würden, ich kann nur ehrlich sein, ich will auch jetzt hier nicht rumlügen, das ist der blanke Horror. Ja, genau, Jakob, da bin ich doch voll bei dir. Das ist einfach korrekt. Klar sieht das scheiße aus, dass man kurz irgendwie eine Sekunde so um die Ecke geht, wo keine Kamera ist, aber da war nichts, gar nichts. Das war irgendwie ein unbedachter, kurzer, blöder Moment. Aber was bleibt einem jetzt übrig? Man kann ihm ja nur glauben. Finde ich auch ein bisschen scheiße. Das alles, was ich gemacht habe, Bruder, war nichts. Geil, ich dachte, er ist Solo-Pistler in den Pool. Ja, so steht. Banane ist drin, keine Sorge. Irgendwie, dass ich emotional mit Mädchen näher gekommen bin, dass ich fremdgegangen bin, nichts, Bruder. Ich habe die jeden Tag vermisst, jeden Tag geheult. Ja. Wie ein Schlosshund, Alter. Ist scheißegal. Ich meine, klar, wenn du sie vermisst, ist gut und schön, ne? Dann hast du aber eine die Hucke vollgesoffen und Vollgas, Junge. Also, wen interessiert's? Ganz ehrlich. Du kannst doch auch jemanden haben, der heult die ganze Zeit, weil er seine Taten bereut und alles drum und dran. Und natürlich vermisst du auch eine Person noch mal viel stärker, wenn du sie gerade richtig hart verletzt hast. Weil, also, da fühlt man ja auch einfach Mitleid mit der Person und denkt sich, das hat die nicht verdient, hier jetzt einen Arm nehmen und sagen, wie sehr ich die liebe. Also, das ist für mich jetzt wieder nichts, dass ich mir denke, oh ja, der arme Hendrik. Nee. Klar, er sagt, er hat nichts gemacht und so, das glaube ich ihm auch, meine Güte, ich glaube ihm das auch. Aber allein diese Situation, das ist, nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, er weiß es auch selber. Guck mal, das hätte ich doch nicht besser sagen können. Jakob, cheers on this, Frau Präsident. Ich finde den gut. Und Bruder, ich bin ehrlich so, ich habe den Test so 100% bestanden. So, 100%ig, Digga. Jakob. Nee. Ich liebe nur Paulina, Mann, sonst juckt mich einfach keiner, so weißt du. Ja, nee, ach, ich kann es jetzt auch nicht mehr hören, ehrlich. Boah, Bro, ich hoffe, dass sie das alles verstehen wird. Guck mal, ich hoffe, dass sie das alles verstehen wird. Das ist ihm egal, dass sie da durch die Hölle geht. Das ist dem Karg egal. Die wird es schon verstehen. So nicht, Leute. So funktioniert eine Beziehung nicht. Du kannst nicht immer irgendwelche Sachen machen und dann, ja, ich werde mich da irgendwie rausreden oder die wird es schon verstehen, das ist eine verständnisvolle Freundin. Nee. Finde ich ein bisschen lächerlich, weil meiner Meinung nach habe ich ja eigentlich gar nichts gemacht. Irgendwo gibt es ja auch mal Grenzen. Denk bitte immer daran, das ist die Frau, die du liebst. Möchtest du, dass sie so von anderen Menschen behandelt wird? Natürlich nicht. Warum dann also von dir? Ich male mir 1000 Szenarien aus, was da passieren könnte. Und das nimmt deinen Kopf so dermaßen Maß, ne? Das ist so eine Belastung, die ich niemals gedacht hätte, dass es so schlimm wird einfach. Ja, aber so ist es jetzt einfach. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. So, wir gucken. Es ist jetzt Lagerfeuerzeit. Die Mädels sind zuerst. Sandra, wie geht's dir? Ich bin tatsächlich heute ganz entspannt irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß jetzt auch nichts. Hat Giuliano irgendwas gemacht? Also ich wüsste nichts. Ach so, doch, ein bisschen haben sie getanzt, ne? Und so weiter und so weiter. Unter Stress, aber meine Güte. Kate, bist du genauso entspannt wie Sandra? Nö, ich bin traumatisiert vom letzten Mal. Traumatisiert, übertreibt direkt deine Lage. Ja, ich bin halt immer noch richtig sauer und enttäuscht. Andererseits liebe ich meinen Mann natürlich über alles, deswegen bin ich immer so hin und her gerissen. Aber ich habe schon so ein Trauma, dass es heute nochmal kommt, also bitte nicht. Bitte nicht. Attitude on point. Ich kann mich aber wirklich nicht mehr daran entsinnen, was war denn da mit Jakob? Was war da? Ach ja, dieses, ich weiß wieder. Ja, das war wirklich traumatisierend. Was überwiegt im Moment? Das Ding ist, er hat richtige Scheiße gebaut hier beim letzten Mal. Er hat mich wirklich enttäuscht. Er hat mich mit seinen Worten enttäuscht. Das war mir wirklich richtig, richtig peinlich gewesen. Und trotzdem, ja, liebe ich ihn halt so, so sehr. Oh, schön. Und kann das halt kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Ich kann dich beruhigen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber eigentlich sind Bilder nie positiv. Jetzt werden sie positiv sein. Wir schauen es uns an. Oh, zeig mal. Komm, Süße, wir gehen auch mal schnell raus. Die Kissenszene, okay. Ja, ich habe schon gelesen. Also manche fanden es ganz, ganz, ganz creepy. Mir hat's gefallen, ne? Da bin ich ehrlich. Baby, ich vermisse dich so krass nicht. Ich will dich endlich wieder bei mir haben, ehrlich.
Reaktion eher neutral. Süße, ich schwöre, du bist im Abstand meine Traumfrau. Ich liebe dich über alles. Ich schwöre, ich liebe dich so sehr, Katie. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben, Baby. Oh, und die anderen Mädels so, I wish, I wish. Das ist einfach wirklich zu süß. Schatz, ich vermisse dich so unfassbar. Hey, Kate, immer noch keine Miene verzogen. Also ja, aber ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Was soll das bedeuten? Ich liebe dich für immer, mein Baby. Bis Dienstag. Schlaf schön, ich liebe dich. Das ist süß. Das ist so süß. Wieder ein kleiner Gänsehautmoment ist da bei mir. Ja, da kommen ja auch die Tränen. Guck, Kate, Sissa denkt an dich. Ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt sehr, sehr froh, dass ich habe mit solchen Bildern gar nicht gerechnet. Ach, bin ich froh, weil ich also fand Kates Reaktion erst ein bisschen ungreifbar. Jakob ist halt ein Mensch, der mich so liebt, wie ich bin. Auch wenn ich ihn anzicke, auch wenn ich mal schlechte Laune habe, auch wenn ich mal kindisch bin, egal was ich mache. Er akzeptiert mich einfach zu 100% und umgekehrt auch. Das finde ich halt so schön. Und ja, vielleicht ist diese Beziehung toxisch, aber ich glaube, die sind beide glücklich und für die ist das auch völlig okay so. Klar hat man manchmal das Gefühl, Jakob unterdrückt sie ein bisschen oder so. Ne? Also mir fällt jetzt nichts anderes ein, weil Jakob ja sehr krass war bei dem Lagerfeuer. Aber das ist ja für sie völlig okay und das glaube ich ja auch, weil sie auch nicht ganz normal denkt. Also die ist ja auch jemand, guck mal, die ist traumatisiert von den Bildern, dass Jakob da ja gesagt hatte, ne? Und ein bisschen da die Lesbenshow angeglotzt hat. Also da tun sie sich, glaube ich, nichts und trotzdem haben sie sich gefunden und akzeptieren sich so, wie sie sind. Das ist was Schönes und das ist wirklich, welche Beziehung ist denn auch perfekt? Ja, das, was er dem Kissen natürlich gesagt hat, fand ich natürlich toll. Schöner ging es ja auch gar nicht. Heute ist wirklich der schönste Abend hier bei Temptation VIP bis jetzt für mich. Das glaube ich und das freut mich. Weil die hatte wirklich nie so viel Fun. Die war immer die Erste im Bett abends und ne, also nee, das hat die sich jetzt reglichst verdient. Emmy, würdest du behaupten, dass du dich hier immer unter Kontrolle hast? Ich passe mein Verhalten den Bildern von Udo an. Klingt geil. Passe die den Bildern von Udo an. Aber noch mit einer Prise obendrauf. Okay. Und die Bilder waren scheiße. Warum soll ich nicht auch mich einleben und gut fühlen, wenn er das auch macht? Also ist Rache so ein bisschen deine Medizin? Bisschen, aber nur wirklich pidipö. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch. Ich lasse gar nichts auf mir sitzen. Er hat mich sehr verletzt und auch blamiert, indem er gesagt hat, ich bin ja gar nicht die Frau fürs Leben. Weil dann denke ich mir, was bin ich denn dann? Wenn ich die Frau fürs Leben bin, dann will ich auch gar nicht an deiner Seite sein, um ehrlich zu sein. Weil sowas hat er mir nie gesagt, sondern einer anderen Frau. Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Period. Sag ich dazu. Period. Also natürlich ist es nicht geil, dass die dir wohl vernascht hat, ne? In der Dusche. Es ist nicht geil. Aber naja, das ist jetzt immerhin noch Udos Entscheidung, was er dazu sagt. Und also da ist ja wirklich keine Zukunft mehr mit den beiden. Was soll die noch mit dem? Dann soll die sich doch gönnen, soll sich Udo auch noch gönnen. Ganz ehrlich, gönn dir Layla, da würde ich auch noch jubelnd dahinter sitzen. Gar nicht, aber bereust du für dich hier irgendwas, was du gemacht hast? Nee, also da bereue ich wirklich absolut nichts. Oh Gott. Ja, ich habe sicherlich einen Fehler gemacht, indem ich mit Diogo duschen gegangen bin. Lola weiß nämlich alles, ne? Die sitzt da im Kämmerchen, beobachtet die 24/7. Boah, stell mal vor. Also gibt's ja wirklich Leute, die müssen sich das alles reinziehen, ne? Die 24/7. Mit Ton und allem Pipapo und dann gucken, was wichtig, was nicht. Das wäre eigentlich der richtige Job für mich, kann das sein? Nee. Meine Folgen, Temptation Island, werden dann immer so 3 Stunden eine Folge. Weiß nicht, wie Udo darauf reagieren könnte, was er sich da ausmalt, was da alles passiert sein könnte. Egal, was er sich ausmalt, also das ist ja auch genau das, was passiert ist, oder? Also ich kann dir auf jeden Fall jetzt zeigen, wie es Udo nach seinem letzten Einzellagerfeuer ging. Ja, zeig doch mal. Was macht er da? Er ist schon wieder mit dieser. Der trinkt? Das ist hier, falls ich umkippe, weißt du? Diese Witze immer, ne? Schlecht, schlechter Udo. Aber was soll ich denn sagen? Meine sind ja auch wirklich absolut unter den Teppich.
Ich würde das genauso machen an deiner Stelle. Ja, das ist mentale Schwäche, ist halt. Und wie besoffen der an ihren Titten hängt. Was ein Arschloch. Wie der das sitzt. Boah, ekelhaft, wirklich. Seine Sonnenbrille. Blendet dich die Sonne nachts? Und das liebe ich einfach so, weil er echt denkt, ne, der ist der coolste Typ, Alter. Dabei sieht er einfach nur aus wie so ein Lächerlicher mit seiner Sonnenbrille. Also ja, man versteht, ne, die Leute wollen cool sein, aber nee. Das macht keinen Sinn. Aber warum wollen sie denn da oben? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also mal ganz im Ernst, ne, da glaube ich, hat Sandra aber irgendwas verwechselt. Weil da sind doch jetzt die Szenen. Sandra hatte doch gesagt, bei dem Lagerfeuer, wo irgendwie so ausgerastet war, das war das, was sie gesehen hat. Also mittlerweile glaube ich, die hat ein bisschen sich da vertan. Weil das ist doch genau die Reaktion jetzt dazu. Guck mal auch, was sie sagt. Da unten ist es doch viel schlimmer. Was macht er da? Ja gut, dann kann ich mich nicht nur die massieren lassen, sondern auch putzen lassen. Ja, Diogo, heute geht's wieder in die Dusche. Das ist wirklich lustig, oder? Weil erst ist sie so, ja, es tut mir schon ein bisschen leid, es war ein bisschen zu krass. Bam, kommen die Bilder von Udo. Da zahle ich zurück. Das ist ja gar kein Problem, ne? Wo gehen die hin? Wohin? Zu ihm? Nein, nein, Ecke, das ist nicht. Nein. Doch, sie gehen zu ihm. Was? Er schläft mit zwei Beinen. Das ist ein bisschen krass, zwei, ne? Emmy, da musst du jetzt noch einen finden. Diogo reicht da nicht mehr aus. Schrubb der an ihre Maschine! Haben wir auch so eine Schrubbe in unserer Küche? Ja. Ich mach das vor allem jetzt. Küchentisch. Ja, das kann ich noch viel besser. Das, was er da macht. Ui. Sandra. Jetzt Sandra. Die sieht heute so gut aus. Ne? Ich finde dieses Blau, das schlitt ja so krass. Jetzt auch so ein blaues Kleid und so blonde Haare. Wie steht's denn Stand jetzt um eure Beziehung? Ja, also ich vermisse ihn irgendwie jeden Tag mehr. Auch immer, wenn wir so coole Partys haben wie gestern, dann denkst du, oh, Giuliano, der wird es so feiern, mit dabei zu sein. Wir hatten so viel Spaß. Süß, das sind so Party-Animals. Das ist ja mega cool. Was hast du denn hier in den knapp 2 Wochen schon über eure Beziehung gelernt? Dass wir uns mehr Freiraum lassen müssen. Wir uns aber auch gegenseitig mehr wertzuschätzen wissen müssen. Gerade er auch mich. Ich hoffe, er reflektiert dort auch viel. Sich selbst mal ein bisschen und denkt über alles nach. Und ja, dass danach alles einfach ein bisschen schöner wird. Also wenn ich da wirklich an die ersten Folgen denke, würde ich sagen, Sandra, der Zug ist abgefahren. Mach dir da den Diogo Junior klar, ne? Oh, das ist mies. Aber was wir von Giuliano gesehen haben, der hat sich ja schon ein bisschen in die richtige Richtung verändert. Da würde ich mich vielleicht, ich habe es zwar gesagt, dass ich mich wahrscheinlich nicht so freuen würde, weil der Zug ist abgefahren mit Sandra und dem, der hat da zu viel kaputt gemacht. Aber solange sie noch bereit ist, ne, das weiterhin nicht mit sich machen zu lassen. Da muss schon eine Änderung passieren, ne? Dass er einfach jetzt besser ist als Freund. Go for it. Da sag ich, mach das. Ich bin sehr gespannt. Also für Giuliano ist die ganze Temptation Island-Zeit auf jeden Fall eine Herausforderung. Verstehe ich jetzt nicht. Treu zu bleiben oder was? Ist das der Text von Henrik eventuell? Du bist echt ganz schön gemein immer zu mir. Dem auch, ne? Dem steht das Samt blau, das steht dem 1a. Also das ist wirklich schön. Siehst du nicht, dass ich von all den Frauen oder so mit dir hier am meisten Spaß habe? Ja. Aber siehst du das nicht, dass ich mich im Pool oder sowas immer neben dich setze und versuche irgendwie ein Gespräch und mir dann aber dumm dabei vorkomme? Aber Yvonne, du tust so, als ob ich Single wäre. Dieses nicht wissen, woran man ist. Ich sag doch, dass du eine attraktive Frau bist. Aber ich, dass ich meine Freundin liebe. Ob ich ein bisschen weinen könnte? Ja. Weil das hat er noch nie gesagt. Sie sind in die Sendung gegangen und haben sich mit Ich hab dich lieb verabschiedet. Aber das hast du ihr trotzdem noch nicht gesagt. Und jetzt sagst du das. Ja, weil ich hier drinnen festgestellt habe, dass ich sie vermisse. Weitermachen. Wow. Ja, das war schön. Das ist doch Hammer. Da ist sogar die Kate beeindruckt, ne? Super. Super, super, super. Ich bin voll perplex. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sandra weiß gar nicht, was hier los ist. Was passiert hier? Ist das mein Giuliano? Oh? Liebst du ihn denn? Ja, schon. So, ich
Ich warte ja auch, ich will ihm das ja nur nicht zuerst sagen. Er fühlt sich ja von allem, was ich tue, selbst wenn ich nur über eine Wohnung rede oder so, dann fühlt er sich ja direkt unter Druck gesetzt. Und wenn ich ihm sowas zuerst sagen würde, dann würde er rennen. Ich glaub's ja halt, ne? Ich glaube, es stimmt zu 100%. Und die weiß genau, wie sie damit umgeht. Erstmal Piano und immer nur, ich hab dich ganz, 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 ganz doll lieb. HDGGGGGGGDL. Da rennt keiner. Mit Vermissen hätte ich vielleicht gerechnet, aber nicht, dass er jetzt sagt, er liebt mich. Und hab dich natürlich gefreut. Schön. Die macht doch wirklich gar nichts. Die hat da ein bisschen Spaß und das ist doch auch ganz okay. Ich weiß nicht, ich bin jetzt voll überfordert mit allem. Was würdest du Giuliano jetzt gerne sagen? Mir würde so viel einfallen. Ich würde Paloma jetzt sagen, dass ich ihn auch liebe. Paloma? Die haben, glaube ich, ein bisschen zu viel Haus des Gelbes zusammengeguckt. Kann das sein? Ja. Paulina, du bist schon sichtlich nervös. Ach man, jetzt Paulina, aber das war ja schon sehr süß, ne? Ich find's auch krass, dass Jakob, Kate und sie so schöne Bilder heute bekommen haben. Das ist wirklich nie, also es passiert nicht. Normalerweise nie. Wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang habe ich gedacht, wir sind so vom Team her so das krasseste Paar und wir schaffen das auf jeden Fall. Angenehm für alle, die da sitzen. Was ich hier von Henrik sehe, das ist ein anderer Mensch. Okay, das heißt aber auch, vorher war der noch nie so. Ich weiß nicht mehr, was ich denken, was ich fühlen soll. Zum anderen ist da auch in der Villa natürlich Dominik. Es ist ein wundervoller Mensch. Und ich habe es verdient, dass ein Mann an meiner Seite ist, der mich wertschätzt, der um mich kämpft, der ein Mann an meiner Seite ist und kein kleines Kind. Puh. Und vielleicht musste ich das jetzt wirklich so sehen, was alle anderen mir seit Tag 1 predigen, dass er möglicherweise so ist. Fuck. Das ist scheiße. Mir schlottern die Knie so, weißt du. Da sage ich ganz ehrlich, Henrik, mir auch. Weil für mich klingt das, als hätte die schon abgeschlossen. Das war's. Vielleicht helfen die Bilder jetzt noch mal einmal mehr zu verstehen, wie er wirklich ist. Boah, Lola. Der hat gesessen. Ich glaube, die wollen halt auch einfach, dass sie sieht, wie der ist, ne? Und wie gesagt, die Lagerfeuer, die können da ja nicht 3 Stunden Material zeigen. Wie Giuliano das erklärt hat, ist da wirklich noch sehr, sehr viel mehr vorgefallen bei Henrik. Und das weiß Lola ja, aber wie gesagt, ne, 24/7 beobachtet die da die Kandidaten. Ja. Das ist so geil. Ich komme gleich, hat sie gesagt. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, komm. Okay, sorry, was ist denn gerade kurz schlimmer, im Pool rumzuknutschen oder was? Also, untreu sein ist beides. Gibst du mir Lapdance? Willst du? Ja, komm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel ich euch davon zeigen kann. Boah, buongiorno erstmal, ne? Okay, bislang Paulina keine Reaktion, ne? Was? Nein. Seid mal leise. Seid mal leise. Das liebe ich. Das ist wundervoll, wirklich. If I was you, I'd run. Also ich weiß nicht, ich würde gerne weinen. Da muss ich lachen, weil die einfach so geile Musik darunter legen. If I was you, I'd hide. Was sagst du denn? Afraid of what's inside. Ich bin wirklich sprachlos. Ah, und sie hat natürlich nicht gesehen, dass die relativ schnell wieder aus dem Gebüsch raus, ne? Das ist natürlich jetzt auch wieder super. Das lässt viel Raum für Spekulationen in ihrem Kopf. Ich hab das nicht verdient. Ich hab das nicht verdient. Es tut mir einfach leid. Ich hab alles für diesen Mann gemacht. Und er spuckt auf unsere Beziehung. Das macht er echt. Aber sie ja auch ein bisschen, ne? Mit der Spucke vom Wiener in ihrem Mund. Ich lasse mich von keinem Mann und erst recht nicht von ihm so erniedrigen. Das ist deren Anliegen, ne? Deswegen glaube ich auch die Sache mit dem Wiener.
Da ist ein Mann bei uns in der Villa, der alles tun würde, damit es mir gut geht. Das glaube ich nicht. Das ist eine Laberbacke. Dem würde ich nichts glauben, ganz ehrlich. Und auf der anderen Seite ist da ein Mann, der mir sagt, dass er mich über alles liebt und sich da verdammt nochmal ein lässt. Will der mich verarschen? Oh Gott, guck mal, Sandra. Selbst Sandra hat Tränen in den Augen. Aber meint ihr ernsthaft, der hat da sein Rohr reinigen lassen? Das glaube ich gar nicht. Aber ich bin auch ein bisschen naiv, muss ich sagen. Ne? Ich glaube da ja, wenn die sagen, da war nichts, das glaube ich ja. Ich glaube, emotionaler könnte der Abend nicht sein. Paulina, es tut mir unfassbar leid. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr euch jetzt gegenseitig tröstet und in die Villa geht und euch unterstützt und stärkt. Gott, das ist einfach zu viel. Das war gerade so, als würde ich meine Mutter beim Weinen zugucken. Da würde ich jetzt gerne noch mal mit weinen, aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. Ach nee, Moment, noch nicht. Ich bin froh, dass sie jetzt einfach weiß, was für einer er ist und dass man mit so einem Mann sich keine Zukunft vorstellen kann. Ich wusste von Anfang an, dass das genau so kommen wird. Scheiße, Sandra. Weil die kennt den Hendrik, ne? Die war ja selbst mal mit dem zusammen. Vielleicht war das auch einfach so ihre Mission hier zu verstehen, dass sie und Hendrik einfach gar nicht zusammenpassen. Oh, das denkt die Kate. Die passen gar nicht zusammen. Guck mal, keiner findet da was irgendwie mit Hendrik. Fand das hochprovokativ. Hochprovokativ, das hat sie aber bei Udo gelernt. Ich finde es auch geil, dass sie das... Ach komm. Ich musste bei ihren Bildern weinen. Das sagt, glaube ich, alles aus. Ja, ich musste auch ein bisschen weinen. Zerschmettert. Unser ganzes Leben zerschmettert. Hey, jetzt wird es noch ein bisschen dramatisch. Also ich verstehe sie ja 100%, aber ich habe halt immer noch im Hinterkopf, dass sie mit dem Wiener rumgeleckt hat, bevor sie diese Bilder von Hendrik gesehen hat. Unsere Existenz zerschmettert. Seine Karriere zerschmettert. Es ist alles zerschmettert. Warum hat er seine Karriere zerschmettert, hä? Warum denn seine Karriere? Die wird doch jetzt erst so richtig laufen. Also wenn der das Single aus der Show geht, Ex on the Beach, also jedes Dating-Format, das könnte der neue Bachelor werden. Couple Challenge kann er ja auch mit seinen Kollegen machen. Da hast du auf jeden Fall eine bessere Karrierechance als Couple, oder? Ich meine, klar, bei Instagram verdienst du mehr als Couple. Aber sonst wird das deiner Karriere, glaube ich, gar nicht wehtun. Also absolut gar nicht. Ich bin des Todes verletzt. Wirklich, mein Herz ist einfach nur in 1 Million Teile zerbrochen. Ich weiß auch gerade irgendwie nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich versuche jetzt hier einfach ein großes Mädchen zu sein und weiterzumachen. Und mich mit dem Wiener abzulenken, wie das große Mädchen eben so tun. Warum bricht sie jetzt nicht ab? Verstehe ich auch nicht. So jemand ist es bestimmt nicht wert, dass ich mir hier irgendwie einen Kopf machen sollte. Finde ich geil, ne? Finde ich wirklich geil, wenn die durchzieht, weil das schaffen die wenigsten. Also, ne, das Problem ist halt immer, wenn du jemanden so sehr liebst, dann verzeihst du halt auch viel, aber da muss man sich selbst irgendwie Grenzen ziehen. Wenn sie das schafft, dann, das finde ich echt gut. Herzlich willkommen zu eurem Lagerfeuer. Hendrik, du wirkst sehr angespannt. Verstehe ich jetzt auch gar nicht, warum. Erzähl doch mal. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch angespannt. Warum? Weil ich mit Anastasia so ein bisschen intimer geworden bin, im Sinne von, dass wir sehr eng getanzt haben. Im Sinne von, die hat meine Banane geschält und ich ihre. Das ist fresh, bei Gott. Ja, der erste unsmarte Schachzug hier. Der erste unsmarte Schachzug, Hendrik. Guck mal, er will immer noch irgendwen verarschen. Ich weiß nicht wen, ob es wirklich nur er selbst ist, ob es Lola ist, ob es die Jungs sind, die da sitzen, ob es alle Zuschauer sind. Ich weiß es nicht, aber irgendwen will er immer noch verarschen. Und ja, es zerreißt mir einfach das Herz. So, ne? So, das hat mich den ganzen Tag schon beschäftigt, gestern. Und ja, mir geht's nicht gut, um ehrlich zu sein. Guck da, wieder dieser... Habt ihr mal mitgezählt, wie oft der das heute gemacht hat? Jakob. Lola. Ah, guck, wie süß er schon wieder ist. Das letzte Lagerfeuer, das hat dich ziemlich sauer gemacht. Wie ging's dir danach? Ja, ich war ziemlich sauer gewesen. Ich bin immer noch sauer, muss ich sagen, weil mir das letzte Lagerfeuer eine neue Seite von Kate gezeigt hat, die ich nicht kannte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so über mich ablästern würde. Ehrlich? Weil er meinte doch, die hat immer ihren Mund so. Und dass die ist so plump. Ich dachte, das war dann nicht so eine große Überraschung für ihn, aber anscheinend doch. Das tut natürlich dann doppelt weh. Und das ist auch so
unter uns beiden, zwischen mir und Kay, das härteste, wo sie mich hätte mit treffen können. So. Also wenn die heute noch einen raushaut in die Richtung oder noch zwei, drei. Dann? Spannend, das wäre auf jeden Fall sehr geisteskrank. Ja. Okay. Wir schauen uns mal die ersten Bilder an. Emotional ist es bei ihr nämlich aktuell so eine leichte Achterbahn. Es ist ein Auf und ein Ab. Oh Gott, ich hoffe, die zeigen ihm gute Bilder, ne? Also wenn sie wollen, die könnten da jede Beziehung zerstören, ne? Aber absolut, weil klar ist das natürlich auch super manipulativ, was die immer für Bilder zeigen und was Lola da sagt, ne? Die Blicke dazu. Wenn sie wollen, dann können sie das. Und ich glaube, beim Henrik haben sie sich gedacht, nee, die Paulina braucht da wirklich viel Besseres. Das kannst du niemandem antun, wenn die meine Tochter wäre. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, die da weiterhin irgendwie mit dem, nee. Boom! Bam! Habe ich geschafft. Ja, hat mega Spaß gemacht. War geil. Also seit ich hier drinne bin, ist es halt so, wirklich, da denke ich mir, ein Tag ist es gut, ein Tag ist es scheiße. Ein Tag ist es gut, ein Tag ist scheiße. Manchmal denke ich, warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich das meinem Mann zugemutet, der Arme, der noch nie vorher ein TV-Format gemacht hat? Oh, ja genau. Deswegen dachte ich auch vorher in diesem Interview, wo die meinte, ich will den eigentlich gar nicht dabei haben, deswegen. Ich glaube, für ihn ist das auch nicht einfach und manchmal tut mir das auch leid, dass er das mir, ich glaube schon, er mir zuliebe auch mitgemacht hat. Oh, schöne Bilder. Aber irgendwie denke ich mir, wenn wir schon hier sind, dann hat es ja doch einen Grund. Vielleicht gibt es doch diesen einen Grund, warum wir es doch gebraucht haben. War nicht süß? So still? Gefällt mir. Ich will ja nicht nur sagen, dass er hier irgendwie Fehler macht. Ich weiß ja, dass ich auch viele mache. Ich weiß ja auch, dass ich richtig oft auch gemein zu ihm war, wo er es nicht verdient hat. Und ich merke hier drin einfach auch, dass ich einfach auch jede Sekunde weiterhin mit ihm schätzen sollte, die ich habe. Ja. Ich krieg kein Auge zu, weil ich die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Angst habe, dass er schon wieder am Feiern ist oder am Trinken ist oder keine Ahnung, was macht. Das ist echt scheiße. Gott, weint er jetzt, weil die meint, ne? Wenn ich wenigstens wüsste, dass er schon schläft, dann kann ich wenigstens zur Ruhe kommen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich kann auch nicht schlafen heute irgendwie ohne ihn. Gänsehaut ist natürlich wieder sowas von da. Jakob, was sagst du? Ja, ist geisteskrank. Also die Sachen, die sie sagt, so, dass sie sich Sorgen um mich macht, dass mein erstes Format ist und so. Das ist meine Katie so, das ist diese Frau, warum ich ein anderer Mensch geworden bin, warum ich der bin, der ich heute bin. Guck mal, genau so, ja, also mit Henrik und Paulina ist ja auch so, Paulina hat ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Bei Kate und ihm anscheinend auch und da hat es auch funktioniert. Also ihr habt ja gesehen, wie er sich in dem Format verhalten hat, ihr habt gehört, was der für Werte hat, für Werte vertritt, was der über die Sache zu Henrik gesagt hat. Da würde ich sagen, da ist ein Schuh draus geworden, ne? Bei Henrik nicht, aber Jakob ist auch, glaube ich, etwas älter. Also ich glaube, auch das Alter hat da echt so ein bisschen Einfluss. Ach, ich habe doch keine Ahnung, aber sind sie nicht süß? Also Jakob und Kate, ich finde die so süß. Da sieht man dieses ganze Ausmaß unserer Liebe und ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben. Und dass sie weint, das zerreißt mir gerade auch das Herz. Hat man gesehen. Guck, und das meine ich. Ach, der würde Kate einfach nie verletzen wollen. Henrik schon, den tut es dann immer erst danach leid. Und das ist scheiße. Aber ich bin froh, dass ich sie jetzt so gesehen habe, dass sie sich so Gedanken um mich macht. Das ist auch irgendwo ein Geschenk, das sie mir gibt. Und da möchte ich auch Danke sagen. Ja. Vielen Dank. Meine Gute. Das sieht doch schon mal sehr gut aus für euch beide. Also, diese Frau bei meiner Mutter und bei meinem Leben, das wird die Frau meiner Kinder und meine Ehefrau zu 100%. Cheers auf euch, auf euer Wohl. Ich hoffe, bei den Temptation Dates, die noch anstehen, da passiert nichts Wildes. Aber ist es nicht traumhaft? Ich freue mich wirklich gerade so doll. Giuliano, welche Erkenntnisse hast du vor allem jetzt die letzten Tage für dich, ich sag mal, geschlossen? Da bin ich jetzt aber auch nochmal gespannt, was der jetzt sagt. Ich habe festgestellt, dass ich verletzlich bin, wenn ich sehe, dass andere sie anfassen. Ich habe erkannt an mir selber, dass ich eifersüchtig bin. Ich habe erkannt, dass ich nicht mehr ohne sie einschlafen möchte. Und ich habe erkannt, dass ich sie liebe. Ich liebe das, ich schwör's dir. Es ist egal, Mann, ich liebe das, ey. Da geht mir wirklich das Herz auf. Der hat auch wirklich keine Scheu, das jetzt nochmal zu sagen. Der steht dazu und das finde ich super. Ja, vielleicht habe ich zu spät irgendwie das Ganze erkannt, aber ich bin Mensch so. Ich sag das nicht nach 2 oder 3 Monaten, sondern ich brauche da länger. Das
ist okay, ich brauche da auch länger. Ist auch besser, weil meistens ist es dann noch gar keine Liebe. Ich würde es halt sehr verletzen, wenn ich jetzt zur Erkenntnis gekommen bin, dass ich sie liebe und jetzt irgendwelche Bilder sehe, die mir dann das Herz zerreißen. Ich sag mal so, sie wird auf jeden Fall immer lockerer. Wir gucken einfach mal rein, der arme Junge. Also Sandra ist so eine Art Mensch, sie verdrängt halt viele Sachen. Muss ihr die Augen öffnen, was eigentlich mit Giuliano abgeht. Wie er schlecht von ihr redet, das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man machen kann, wenn man seine Frau, seine Freundin nicht unterstützt. Wie Kate über Jakob, ne? Deswegen auch das Schlimmste für Jakob. Ich verstehe das. Geh mal Sport machen, ey, deine Klamotten sehen hässlich aus. Das macht einen Selbstbewusstsein einfach komplett kaputt. Hä? Sandra rennt so durch die Villa? Das haben wir noch nicht gesehen. Nee. Das haben sie uns vorenthalten. Sandra, habe ich gemerkt, in dieser Zeit, wo wir hier sind, geht einfach total auf. Man hilft ihr dabei, was sie anziehen soll, wie sie ihre Haare stylen soll und so weiter und so fort. Das habe ich auch noch nie erlebt, ne? Dass ein Mann einer Frau sagt, mach doch mal so und mach doch mal so. Ich finde das aber richtig cool. Ich denke, in der Beziehung wird sie einfach komplett unterdrückt. Meint ihr, der rastet aus wegen der nacktem Randa? Von Sandra oder was geht ab? Ich bin ehrlich und es bricht mir gerade das Herz. Der Typ, auch wie er heißt, Marcel oder so, hat recht. Zu 100%. Was passiert hier? Wunder geschieht. Nein, jetzt mal ernsthaft, wie schön ist das? Und da sehe ich auch wirklich ein, weil ich einfach ein Arschloch war. Ey, sorry, aber die Gänsehaut, die kickt so rein, diese Folge, wie noch nie. Noch nie. Ich glaube dem auch. Ich glaube dem auch. Ich finde, das ist ein Schritt zur Besserung. Das finde ich toll. Ich kann das verstehen und nachvollziehen, dass sie von anderen Männern jetzt die Bestätigung sucht, weil ich ihr einfach in der Vergangenheit viel zu wenig gesagt habe, wie gut sie aussieht, was sie alles für mich macht. Und ich war halt bis jetzt echt kein toller Freund, muss ich ehrlich sagen. Geil, Hammer! Geil, das ist echt cool. Ja. Ich finde halt irgendwie geil, dass Hendrik daneben sitzt als ihr Ex-Freund und bestimmt auch dasselbe reflektiert, weil geschätzt hat er Sandra auch nie. Ich denke, das ist auch so scheiße, Mann. Vielleicht war die doch ein Jackpot. Ich würde das zu 100.000% wirklich ändern, weil ich diese Frau wirklich liebe und das hat sie nicht verdient. Das finde ich so schön, Giuliano, top. Also wirklich, der hat eine Wandlung hier in diesem Format gemacht. Das will ich jetzt auch nochmal sagen. Ich finde das toll. Habe ich eben schon mal, ne? Paar Mal schon. Aber nee, ganz ohne Scheiß, ohne Ironie. Super. Das wird auch mal gut, ne? Jetzt ist auch mal gut. Da müssen jetzt auch Taten folgen. Nicht immer nur reden. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sich da so eine Wendung noch ergibt, aber umso schöner. Ach, guck mal, selbst Lola hat es nicht gedacht. Super. Udo, hast du die letzten Lagerfeuerbilder überhaupt schon richtig verarbeiten können? Ja, mit Leila und den Mädels, das war überhaupt kein Problem. Da habe ich gesagt, müssen der Emmy mal ein paar Bilder liefern. Haben wir gemacht. War ein gutes Gefühl. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelte. Nein, das ist, weil du dann bist du kein Stück besser. Nee. Na, beim ersten Lagerfeuer, da habe ich erstmal ordentlich eins an die Glocke bekommen. Es hat lange gedauert, auch für mich. Ich meine, ich habe mit den Jungs immer drüber gesprochen. Und es hat sich genau das bestätigt, was ich auch gedacht habe, dass es einfach ein Schritt zu weit war. Die mussten mir das bestätigen. Das finde ich auch immer noch zu gut, ne? Zu gut. Und die anderen Lagerfeuerbilder fand ich harmlos, bis auf die letzte Szene mit Diego im Bett. Dann pass mal auf, was du heute bekommst. Du sagst, die Bilder waren schon hart. Auf was für Bilder hast du dich dann heute so vorbereitet? Ich habe mir schon das Schlimmste ausgemalt. Ich weiß ja nicht, was Emmy da noch mit Diego gemacht hat, aber auch da bin ich jegliches Detail in meinem Kopf durchgegangen, damit ich eben hier heute nicht sitze und eine Überraschung erlebe. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also die Überraschung, die kickt gleich aber sowas von rein. Du hast Diego schon angesprochen. Die zwei verstehen sich sehr gut. Das ist eigentlich meine Lieblingsszene, ne? Jakob und... Ach, nicht Jakob. Stevie O und hier Henrik. Wie sie gucken, weil die haben sich schon ein bisschen verbirgt vor Diogo. So ist ja unser Homie, der macht da nichts, der ist super korrekt. So korrekt, dass er hier die Emmy vernascht hat. Toller Typ auf jeden Fall. Dem kannst du vertrauen. Sie kommen sich immer näher. Wunderbar. Ja, und das war's. Das war's heute mit der Folge. Der Vorspann jetzt, Leute. Boah, schnallt euch an, Alter, der ist zu krass. Das nächste Mal bei Temptation Island VIP. Das war mehr als demütigend.
Bleib ich warten! Vorhin dachte ich noch, komm, noch krasser geht's nicht, ne? Aber das, das ist wirklich noch mal das nächste Level. Ich bin sehr gespannt, was Giuliano für ein Temptation-Date hat. Ich hoffe nicht mit dieser Yvonne, die sich da an den verliebt hat. Und auf uns, ne? Wie Henrik da ausrastet, ne? Ich kann nicht, dieser Moment, ne? Boah. Das ist großes Kino für mich, weil diese Emotionen, die fühlt man einfach. Ey Leute, was denkt ihr über diese Folge? Für mich die krasseste von allen, wirklich. Ich finde es so krass. Und ich frage mich, wie das jetzt weitergeht. Also nächste Woche sieht man dann Giuliano und Sandra wieder oder check ich nicht. Sind wir mal gespannt und bleiben gespannt. Und ihr schreibt mir doch herzlichst gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr fühlt. Ich muss jetzt erstmal verschnaufen. Das war mir alles hier zu viel. Alles zu viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Ich hoffe, es wird der Bachelor sein, ne? Ansonsten macht's gut. Bis dann. Haut rein. Peace. Heute, das war definitiv zu viel.